schon mal kein so schlechtes Zeichen. Ist das jetzt zweispurig? Darf ich überholen? Ja. Was macht denn hier? Ich muss nur aufpassen, dass ich keinen Schaden mache. Nachtrag führt im Grunde die Story von, wenn ich gehe, fort. Also ich schaue mir den Typen an, der seine Freundin verlassen hat und erzähle, wie es ihm ein halbes Jahr danach geht. Brauch mich nicht beschweren, ich säge an dem Ast, auf dem ich sitze, kann mich nicht verändern. Nein, ich bin immer noch egoistisch und wahrscheinlich ist es besser, so wie es ist. Doch ich gebe zu, dass ich immer noch an dich denke, wenigstens ein kleines bisschen. Wir beschritten eine Berg- und Talfahrt. Trotz all der Zeit hab ich Erinnerung an damals. Komm, wir gehen ein kleines Stück zusammen. Und trotz all der Zeit ist, wenn ich gehe, da noch ein Nachtrag. Ja, auch so eine Situation kenne ich aus dem privaten Bereich. Und das hat eben auch wieder so gut gepasst. Und zweimal auf diesem Album vertreten zu sein, ist für mich natürlich eine ganz große Freude. Jinx macht halt die Hook und rundet das Ding ab. Ganz alleine die Stille nutzen, den Anker setzen. Radio ausgeschaltet, Fernseher im Schrank verstecken. Telefon ins Meer geschmissen, stundenlang am Strand gesessen. Schwacher Schutz, wir mit einer abgenutzten Panzerweste. Nur das eine Ziel, die Angst verdrängen, auszublenden. Fast so wie ein Trainer, der die Psyche seiner Mannschaft managt. Schockgefrorener Regen durchbricht die Abwehrkräfte. Resignation, zu viel Platz in den Gedankenknästen. Den gibt ich nicht auf, extra so gemacht, dass der halt so mit dem akustischen Sample, so gesehen mit der Gitarre und dann aber diesen Hip-Hop-Drums und Groove quasi hat. Bei Gib dich nicht auf habe ich mir fast das Genick gebrochen, als ich den zum ersten Mal gehört habe, weil er so extrem bounced und eigentlich so ein bisschen den Text konterkariert, weil es ein eigentlich sehr ernstes Thema ist. Geht um einen Typen, der im Begriff ist, sich aufzugeben und ich versuche so ein bisschen ihm zu erzählen, warum das vielleicht nicht die beste Idee ist. Versuche ihm so ein bisschen Mut zuzusprechen, ohne jetzt aber das schön zu malen und zu sagen, es wird wieder alles gut, bla bla bla, dieses ganze Gesilze. Ich hinterfrage es nicht, mach's auf Befehl, den Verstand ausgeschaltet, nicht auszuhalten, würde ich es verstehen. Und so ziehe ich weiter von Haus zu Haus, knipse pflichtbewusst die Lichter aus. Welcher Krieg ist denn schon gerecht? Zieht uns den Boden unter den Füßen weg, doch der Panzer rollt. Der Panzer rollt, der Panzer rollt, der Panzer rollt. Wir töten für Geld, fürs Prestige. Menschen werden entstellt, wir schauen weg. Anästhesie, der Panzer rollt, der Panzer rollt, der Panzer rollt, der Panzer rollt. Panzer ist ein Beat, der so entstanden ist, dass der Marco wieder hier in Frankfurt bei mir war und sich Skizzen durchgehört hatte, die ich gemacht habe, die orchestral quasi aufgebaut sind für Trailer-Musik, für Games zum Beispiel. Da ich beruflich auch viel Werbemusik und so Trailer-Geschichten und sowas mache. Als ich das gehört habe, also angefangen hat, diesen Beat zu machen, hatte ich sofort irgendwie ganz viele Kriegsfilme im Kopf. Und wir sind dann irgendwie spaßeshalber drauf gekommen, dass der Panzer rollt. Und das ist eigentlich eher so ein bisschen aus Scherz gemacht und haben es dann immer so ein bisschen überspitzt. Ja, es geht da im Grunde um einen Soldaten, der gegen seinen Willen in den Krieg zieht und halt unschuldige Menschen ermorden muss und der dann aber im weiteren Verlauf sich überlegt, habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Ein kleines Licht spendet Schatten und Trost, Leere gepachtet, schwere Attacken. Die Menschen machen das so, haben ihr Feindbild gemalt. Wollen dich besitzen, haben Eintritt bezahlt, zumindest glauben sie das. Im abendfüllenden Sorgenland vorgetanzt, Himmel verraten, trotzdem emporgegangen, verstorben, wann kommst du bloß nach? Vermisse dich so hier oben, Schatz. Wo finde ich dich im gelobten Land? König und Königin ist eigentlich eine glückliche Fügung, weil es ein Produzent gemacht hat, der eigentlich House macht und so Techno-Zeug. Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, aber es ist ein alter Bekannter von mir und wir haben kürzlich durch Zufall zum ersten Mal zusammengearbeitet, mehr so als Experiment. Die Story von Donato und den Vents ist natürlich eine ganz einfache. 10 Jahre ist es her, da haben wir uns kennengelernt und im letzten Jahr haben wir das erste Mal zusammen Musik gemacht. Enzo heißt das neue Album,
von Donato, was jetzt 2014 erscheinen wird. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil dort eine Nummer vertreten sein wird, die auch für mich sehr untypisch ist. Sehr atmosphärisch und eigentlich ohne den normalen Bum-Bum-Viervierteltakt. Sondern ich habe mich da an einer Art von Filmmusik versucht und habe da wohl bei Donato gleich gepunktet. Denn er hatte direkt einen Text parat und fragte mich, ob dieses Stück noch frei wäre. Und ich sagte ja. Und so entstand dann die ganze Zusammenarbeit jetzt für das neue Album, Enzo. Bin ich sehr stolz drauf, dass wir das wieder hinbekommen haben. Denn manchmal ist Musik doch gar nicht so weit entfernt, genremäßig. Denn es kann auch funktionieren, wenn man aus unterschiedlichen Richtungen kommt.